Ja, hey Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir von Dead Island The Epidemic. Ja, heute ist hier ein neues Spiel, was auch neu rausgekommen ist, ist noch in der Closed Beta-Version und wir werden einfach mal schauen, was uns hier in diesem Spiel erwarten wird und wie wir hier handeln müssen und natürlich, ob das auch eine Ähnlichkeit mit den Dead Island, ja, mit der Vorgängerversion hat, The Riptide oder das ganz normale Dead Island. Ja. Wie bin ich auf diesen Spiel gekommen? Ich habe es gefunden im Internet und man kann es sich kostenlos über einen sehr komplizierten Weg ergattern. Ja. I'm John Cinnamoy, a massacre on Ben. The regular people became blood-crazed monsters who spread all over the nearby islands. I managed to escape Benoy, found myself here on this island called Amaya, an island that survived just like me. At first, it looked like I was out of the woods, like this island was safe. Foolishly, I started to relax, and that's a mistake I'll never make again. I was out in the jungle unarmed. Hordes of disgusting creatures poured out from the trees. I didn't even run. I was so sure it was all over. And right then, out of nowhere, this group of survivors dashed into the thick of it and started slicing up the infected like a pack of wild dogs. They built weapons out of whatever they could find and roamed the island for supplies. Now, here's the crazy part. These survivors, they've got the virus too. But the lights are still on. Can't explain it, but it's like the virus is making him even stronger, smarter. It was nice to see people using brains for once instead of eating them. So I decided to help out where I could. We fight each day to survive. Amaya's turned into a battlefield where we search for food and supplies while confronting the other infected. One day we all might leave this place, hopefully alive. But until that day, we keep hunting. Ja, Leute, das war ein kleines Intro. Ja, und ich hoffe, mit der Soundqualität wird alles in Ordnung sein, da es auf jeden Fall Probleme gab. Ich hoffe, es wird so funktionieren. Falls nicht, dann müssen wir trotzdem diesen Part hochladen, denn wir müssen dann trotzdem mal gucken im Internet, was wir an der Soundqualität ändern können, weil irgendwie ist das komisch, wenn hier Sound kommt im Spiel, werde ich automatisch irgendwie runtergestuft und ich habe keine Ahnung warum. Es war sonst noch nie so gewesen. Aber ich denke mal, das wird nicht allzu schlimm sein. Natürlich wird das ein bisschen kacke sein für euch, aber ich hoffe, damit ihr mir das jetzt nicht so übel nimmt. So, am Anfang könnt ihr hier mit WASD laufen, natürlich ganz easy peasy. Wir spielen mit Berg und ja, der Name ist zwar ein bisschen komisch. Mit QE können wir skillen. Wir haben erstmal ein paar Skills übrig, die wir dann auch noch ein bisschen ausfeilen können und dann natürlich auch ein bisschen Action machen können. Dazu kommt dann halt, wie gesagt, der normale rechter Schlag natürlich ein aufgeladener Schlag. Und ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu erklären, ein ganz simples Spiel eigentlich. Und ja, wie ihr das Spiel bekommen könnt, einfach in den Kommentaren schreiben, was euch an diesem Spiel gefällt. Und dann könnt ihr mich bei Steam adden, schreibt mich einfach an und dann kann ich euch einen Gratis-Key geben. Und dann habt ihr das Spiel auch und könnt euch da austoben und viel Spaß damit haben. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal das Paddel aufheben, das hier liegt. Und dann denke ich mal, wird auch gleich die Action losgehen. Und hier ist auch schon der erste Zombie. Natürlich ist ja wieder klaro. Es sind ja wieder bei Dead Island hier sehr viele Zombies unterwegs. Und deswegen werden wir die auch alle kaputt machen. Auch wenn es davon einem Jahr ein Stück gibt. Aber ist ja auch egal. Ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass die Grafik extrem geil ist. Die haben sie gut umgesetzt. Ich meine, was heißt extrem geil? Ich muss ehrlich sagen, für eine Closed Beta bzw. für die Version. Finde ich, ist das eigentlich recht geil gemacht und ich muss mal sagen, das ist eine ganz andere Version von Dead Island natürlich. Und das finde ich auf jeden Fall extrem cool, dass es auch sowas gibt. So, hier haben wir unseren ersten Q-Skill und den werden wir auch gleich mal aktivieren, weil hier oben auch schon ein paar Gegner lauern. Und da ist auch schon der erste. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel schon mal, das erste Level habe ich schon mal gespielt. Hab da drei Aufnahmen gemacht und ja, alle drei Aufnahmen waren für den Arsch gewesen. Entweder ist mein Fraps abgekackt oder die Soundqualität war für den Arsch. Ich hoffe einfach nur, dass es jetzt funktioniert. Ansonsten ist das schon ein bisschen traurig. Ansonsten kann ich mir echt nicht weiterhelfen. Neues Headset will ich mir auch nicht kaufen. Ich meine, ein Headset ist zwar nicht so gut für die Soundaufnahme, aber was anderes bleibt mir erstmal nicht übrig als mickriger Student. Und naja.
So, das war gleich mal Game Over hier, der kleine Mann. Der kleine Mieze Mini Mini. So, hier war anscheinend eine Band, die auch nicht mehr am Leben ist. Aber natürlich ein paar Zuschauer, die darauf gewartet haben, dass andere Zuschauer kommen und sie vermöbeln. So, zack. Und dann können wir natürlich auch gleich wieder den E-Skill skillen. Der ist natürlich ein bisschen anders. Der stoßt die Gegner natürlich weg. Und jetzt haben wir noch eine Shotgun, die wir mit C aktivieren können. Und damit müssen wir erstmal den Stromkasten kaputt schießen, damit wir überhaupt weiterkommen. Anscheinend haben wir hier auch unendlich Munition. Also hindert uns eigentlich nichts daran, die ganze Zeit die Shotgun zu benutzen. Ich muss aber sagen, dass die Shotgun relativ schwach ist. Und ja, so gut wie. Weiß ich nicht, das dauert einfach zu lange, bis die Gegner down sind. Wie man ja hier sehen kann. Und da ist, finde ich, ein Paddel besser. Das schlägt sich besser. Da hat man dann auch nochmal. Ui! Wir haben hier noch einen Superschuss. Okay, den habe ich noch gar nicht gewusst. Also wusste ich noch gar nicht, dass wir auch so einen Schuss haben. Das ist ja geil. Den müssen wir auf jeden Fall mal chillen und dann mal einsetzen. Das ist ja geil. Den müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie der ist. So, natürlich müssen wir hier die Barrikade kaputt machen. Was auch sonst. Und natürlich, wie immer, kommen hier auch kleine Zombies. Ui, der Superschuss ist echt geil. Der ist cool. Der ist nice. Aber wir müssen jetzt wieder normal kämpfen. Mit Faust und Paddel. Und die Ember, die lässt sich nicht ablenken. Natürlich nicht. Denn der Chef regelt hier. Und da haben wir schon wieder einen coolen Skill. Der die Range anscheinend ein bisschen hochplaudert. So, ich hoffe, Ember hat jetzt gleich dieses Tor offen. Ansonsten wird sie noch kritisch, aber wir haben es geschafft. So, ab die Shotgun und knallen wir den ab. Ich finde zwar ein bisschen scheiße, dass die Shotgun so wenig Damage macht, aber was soll's. Kann man nicht ändern. Obwohl die Zombies hier noch Level 1 sind. Oh, jetzt sind schon Level 2. Aber naja. Es wird auf jeden Fall definitiv noch viel härter. Das ist jetzt einfach nur so eine Art Tutorial. Beziehungsweise das ist das Tutorial. Da lernt man ein bisschen die Grundphasen natürlich. Und ja. Zack. DayZ Standalone wird dann auch demnächst kommen, wird im Dezember, Quatsch, Dezember, was quatsch ich hier, wird im März kommen. Da wird dann mit drei weiteren Personen aufgenommen und dann ist auf jeden Fall extrem Power Action los hier und dann ist mal wieder etwas los auf meinem Channel. Und ich glaube, das wird euch auch sehr gefallen. Und ich hoffe auch, dass das alles funktionieren wird mit der Aufnahme, weil ich habe ja halt immer ein paar Probleme, aber ich denke mal, das wird alles hinhauen. Wo die DayZ Standalone Server zurzeit extrem am laggen sind, weil die halt noch, ja, die sind halt noch nicht alle stabil. So, dann haben wir das gleich gecaptured und dann gibt es natürlich auch gleich ein paar Beans. Aber wir haben gerade einen kleinen Lag gehabt. Ui, jetzt leckert aber ganz schön hier. Ah, das ist noch hier so ein bisschen, das ist noch ein bisschen der Fail hier. Das fängt noch ein bisschen an zu laggen, wenn wir zocken. Liegt wahrscheinlich in der Closen Beta. Gleich kommen auf jeden Fall ein paar Hardcore-Gegner, die mal ein bisschen stärker sind. Die halten auch auf jeden Fall ganz schön viel aus. Zum Beispiel die hier. Die sind schon meiner Meinung nach extrem Hardcore. Schon so eine Art Bosskampf hier, muss ich sagen. So, erledigt. Und dann geht es natürlich auch gleich weiter hier. Ach, hier können wir anscheinend wohl reingehen, oder? Nee, können wir anscheinend wohl doch nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen, aber da sind da eh keine Items drin. Also von daher ist dort eigentlich relativ egal. So, dann geht's ab nach oben hier. Der Beach wird jetzt verlassen und jetzt kommt auch schon das Ende. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal jetzt, weil, ja, nach dem Level wird irgendwie das Fraps beendet sich von selbst und das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß nicht warum. Ich habe echt keine Ahnung. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns einfach dann im nächsten Part wieder. Und ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt für diejenigen, die hier zugeschaut haben. Hier haben wir nochmal einen kleinen Bossfight. Und der ist auch schon erledigt. Und jetzt müssen wir hier 75 Zombies killen. Aber das müssen wir nicht, weil das gleich abbricht. Ja, ich bedanke mich für die Zuschauer und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Euer Let's Play Knobi. Bis bald.